Mein persönliches Verhältnis hat relativ früh angefangen, und zwar am Klavier. Also ich habe als junger Klavierschüler irgendwie gleich Feuer gefangen bei den einfachen Klavierstücken, auch für seine Söhne von Bach, die kleinen Präludien und Fugen oder so etwas, all diese leichten Klavierstücke. Ich habe dann später auch Mozart-Sonaten gespielt, die haben mich auch sehr fasziniert, muss ich sagen. Und die romantische Musik, ich weiß noch, die Album für die Jugend von Schumann, das hat mich auch sehr fasziniert. Aber Bach stand immer im Mittelpunkt bei mir. Also der hat mich immer begleitet und einseitig geprägt, aber fokussiert irgendwie. Aber entwickelt hat sich das natürlich alles durch die Beschäftigung mit auch anderen Werken von ihm. Im Sender WDR war natürlich Bach auch immer Gegenstand von Neuaufnahmen oder Sendungen. Aber was eine neue Redakteurin dort auch sehr interessierte, war das Umfeld von Bach. Und so sind wir sehr schnell auf die Suche gegangen, was gibt es denn noch für Höhepunkte, für, ich möchte sagen, 8000er oder 7000er um den 8000er Bach herum, zumindest in seiner Zeit, aber auch bei den Vorgängern und Söhne der ganzen Familie. Und Sie ahnen schon, was jetzt kommt. Durch diese Suche bin ich natürlich ans Bach-Archiv gekommen und bin dann eigentlich, das muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein, mindestens einmal im Jahr hier gewesen. Und habe mich mit Quellen beschäftigt. Nicht nur in Leipzig, sondern auch in der Umgebung. Also ich war in allen möglichen kleineren Städten auch, um dort in den manchmal kaum bekannten Archiven nach Musik zu suchen. Also die Kirchen waren Besitzer von Quellen und waren sehr bereitwillig, sie zur Einsicht zur Verfügung zu stellen. Und damals war es ohne weiteres noch möglich. Heute schlagen die Wissenschaftler die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie das hören. Man konnte diese alten Quellen auf den Kopierer legen und sich Kopien mit nach Hause nehmen. Also das waren so meine ersten Eindrücke. Also ich bin sehr dankbar für diese Zeit, die sozusagen, ich möchte sagen, eine Verlängerung meines Musikwissenschaftsstudiums war. Eine ganz praktische und sehr angenehme, freundschaftliche und amüsante auch. Ja, das sind so die Anfänge gewesen. Und wir haben dann im WDR eben viele dieser Quellen, auf die ich hier entweder hingewiesen worden bin oder die ich hier sozusagen quasi mitnehmen konnte, aufgenommen. Das unglaublich Umfangreiche seines Schaffens, dem gehe ich im Augenblick oder seit einigen Jahren im wohltemperierten Klavier nach. Also ich finde, dieses Werk offenbart in so vielem, wenn man mutig an die Deutung geht, über diesen Komponisten. Also zum Beispiel, wie geht er mit der Form der Fuge um? Sehr lax, überhaupt nicht formgerecht. Der hat gesagt, die Form der Fuge ist mir egal. Er soll auch gesagt haben, Analyse seiner Fugen ist ihm nicht wichtig. Man soll sie spielen, man soll sie gut vorspielen und gut vortragen. Das. Und zum Beispiel gibt es einen berühmten Bachforscher, der sich in einer Fuge, in einer A-Dur-Fuge, wundert, dass nämlich noch bevor das Thema zum ersten Mal zu Ende gespielt worden ist, setzt schon die zweite Stimme ein. Und er kommt nicht zurecht damit und fragt sich, warum und wieso. Ich glaube, dass Bach, das hat er öfter getan, bei alten Formen ein neuerer war, sie mit neuen Inhalten gefüllt hat. Diese alte Form der Fuge hat er, glaube ich, oft mit Witzigem gefüllt. Ich finde, dass viele Fugen, zum Beispiel im wohltemperierten Klavier, durchaus komische Bilder enthalten. Diese A-Dur-Fuge verstehe ich so, als wenn da drei Kanarienvögel in einem Käfig umherhüpfen. Das ist eine ganz sonderbare Fuge. Dieser Bachforscher, ich will den Namen gar nicht nennen, der hat sogar daran gezweifelt, ob diese Fuge denn nun wirklich von Bach sei oder ob da irgendein italienischer Komponist Vorbild gewesen ist. Also so etwas hat er getan. Und wir wissen ja, dass Bach sehr auch zur scherzhaften Schreibart hat. Und ich bin einfach ein Pragmatiker. Ich glaube, dass Bach war ein hervorragender Pädagoge und in erster Linie lange Zeit seines Lebens Pädagoge. Und dieses wohltemperierte Klavier hat er zunächst mal nicht für
irgendwen, sondern für seine Söhne geschrieben, damit die eine tolle Klavierschule hatten. Ich nenne dieses Ding auch die genialste Etüdensammlung der Musikgeschichte. Also ich glaube, den Söhnen hat es auch mehr Spaß gemacht, diese Dinger zu üben, die weiß Gott schwer sind, wenn da was Witziges hintersteckte. Und so etwas, nicht? Oder es gibt auch eine Fuge, bei der denke ich, hier hat er Katze und Maus. Damals in der Zeit liefen überall Mäuse rum und Katzen hatte man auch gegen die Mäuse. Und warum soll er dieses Bild verwendet haben, wie eine Katze die Maus jagt? Und dieses Adorfuge, dafür habe ich Indizien. Also zum Beispiel Bach hat einmal einen Brief, sein quasi Sekretär, Verwandter Elias, einen Brief schreiben lassen an einen Kantor 50 Kilometer nördlich von Leipzig und hat geschrieben, ja, der Kantor Bach hat bei Ihnen einen Hämpfling gesehen, wären Sie bereit, diesen Vogel für seine Eheliebste ihm zu verkaufen? Und warum soll er nicht sich auch erfreut haben an diesem Vogel und die Idee für so ein Fugenthema entwickelt haben? Also ich gehe so pragmatisch, manche denken, ich spinne, aber ich halte das für einfach einen realistischen Zugang. Für mich ist aber das auch etwas doch Entscheidendes, dass ich glaube, es wird mir auch vorgeworfen, er hätte die alten Formen, alte Zöpfe hat man das schon genannt, wie Stile Antico-Formen oder so etwas, oder die Fuge eben verwendet. Ich glaube, dass er die alten Formen verwendet hat, um sie mit modernen, affektvollen Inhalten zu füllen. Die Stile Antico-Stücke kommen noch aus einer Zeit, wo man nicht in erster Linie Affekte in der Musik wiedergeben wollte, sondern Architekturen, musikalische Architekturen. Er hat diese musikalischen alten Gebäude, will ich mal ruhig sagen, mit modernem Leben gefüllt. Also zum Beispiel, dass Bach seine Werke außerordentlich, sagen wir mal, architektonisch konstruiert hat. Die haben ja alle, was den Aufbau angeht, eine unglaubliche, vollkommene Architektur. Und zur gleichen Zeit sind sie von einer im gesamten Barock eigentlich, im Deutschen zumindest, nicht erreichten Emotionalität. Und wir wissen ja heute, also durch seine Harmonien, durch viele Dinge, schafft er es doch, die Menschen über ihre Gefühle, über ihre Emotionen gefangen zu nehmen. Und ich glaube, die Begeisterung, die viele, 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 unglaublich viele Chöre, nicht nur in Deutschland, haben, wenn sie die Bach-Motetten singen oder die Bach-Kantaten, die Chöre singen, eine große Hochachtung und Begeisterung und sind getroffen, das sind so abgegriffene Worte, ergriffen von dem, was sie, ohne groß nachdenken zu müssen, durch diese Musik im Inneren erleben, erfahren, was mit ihnen geschieht durch diese Musik. Und Paul Hindemith in seiner großen Rede von 1950 zum Jubiläumsjahr schreibt ja auch etwas darüber, wie dieses Gehirn, er schreibt, durch Nachsinnen unglaubliche Dinge zustande gebracht hat, kontrapunktische Kunststücke und diese Verbindung zu den emotionalen Dingen. Und Hindemith nimmt ja ein Bild von Dürer, Melancholia, zu Hilfe. Dort sitzt eine Wissenschaftlerin und guckt und weiß, sie ist am Ende aller möglichen menschlichen Erkenntnisse angekommen. Und Hindemith sagt auch so ungefähr, Bach hat alle Kombinationsmöglichkeiten, die der Kontrapunkt und die Formen seiner Zeit zulassen, bis ins Ende durchdekliniert. Und weiter kommt er nicht. Und er erklärt auch so, dass Bach gegen Ende seines Lebens eine Schaffenspause hatte. Er meint, einfach nur Wiederholung ist nicht Bachs Ding gewesen, sondern er stellt dann seine großen Werke zusammen, fasst sein Lebenswerk zusammen. Und ich denke manchmal, dieses Gehirn muss so gewesen sein wie das großer Schachspieler, die alle Kombinationen, die das Schachbrett überhaupt zulässt, kennen und gelernt haben. Und so ungefähr muss Bachs Vokabular gewesen sein, endlos und maßlos umfassend.
Wir wissen zum Beispiel, dass das, was wir aufnehmen von außen, über unsere Emotionen gespeichert wird im Gehirn. Wenn etwas nicht mit Emotionen verbunden, dann sind das die Dinge, die wir am ehesten wieder vergessen und die uns mitunter auch nie wieder einfallen im Leben. Aber alles, was über die Emotionen kommt, das bleibt. Und ich glaube, ich bin kein Psychologe, aber ich glaube, dass wenn Menschen diese unglaublich stark mit Emotionen angereicherten und ergreifenden Musiken von Bach singen, die oft Menschliches mitteilen, die etwas über so sind Menschen mit all ihren Leiden und mit ihrem Glück und mit ihrer Verzweiflung. Das teilt diese Musik mit. Und ich glaube ja, dass auf diesem Wege Bachs Musik über die Emotionen in unser Gehirn Menschlichkeit sozusagen eine ganz große Frucht dieser Auseinandersetzung mit Bachs Musik ist. Das ist, ich glaube, ich sage auch gerne, Menschlichkeit braucht Nahrung. Und Bachs Musik ist für die Entwicklung und das Entfalten, Pflegen von Menschlichkeit in Menschen eine wundervolle Nahrung, also die beste Kost.